Hallo, liebe WoWszene.de Community. Ja, meine Reise durch die Pestländer geht weiter. Ich bin jetzt ein Palatarum-Mount, zumindest ist das wohl die, ja, sagte man das bisher. Ist so die Annahme, dass das das Mount ist von Paladin für Tauren. Finde ich jetzt relativ lustig, gebe ich zu, und hässlich obendrein, aber naja. Tauren-Paladine sind sowieso schon in sich strange. Im Übrigen hier mal die Epic-Variante. Ja, es ging noch hässlicher, falls ihr euch das fragt. Aber gut, nehmen wir die Epic-Variante und fliegen mal ein wenig. Ihr seht hier eben die östlichen Pestländer. Hier am Anfang sind jetzt nicht ganz so viele Änderungen. Ihr wisst ja, die erste oder den ersten Berührungspunkt mit Tyrion Fordring gab es hier an diesem Häuschen. Ob der noch da ist, kann ich euch nicht sagen. Das Häuschen ist in jedem Fall noch da. Denn Tyrion selber, vielleicht hat er sich wieder zu Ruhe gesetzt jetzt, nachdem er so eine coole Statue in Dalaran bekommen hat. Ich weiß es nicht, aber hier hat sich jetzt erstmal rein oberflächlich gesehen nicht so viel verändert. Ja, da vorne sehen wir das Häuschen vom Blightcaller. Das kennt ja auch jeder Allianzler zumindest. Diese Quest hier steht er rum mit seinen Hündchen. Und hier eben... ja, dieser Friedhof, bei dem man ja auch diverse oder eine Quest auf jeden Fall machen muss. Ja, was man sagen muss, ist, überall wo hier der Art Crusade ist, wird es auch in den östlichen Pestländern grün. Ihr seht, hier ist das Gras einfach grün im Vergleich zu den anderen und auch Bäumchen wachsen um diesen Turm herum, der ja offensichtlich dem Argent Crusade gehört oder vielleicht auch ja, später dann wieder eingenommen werden kann, ich weiß es nicht. Hier ist diese Stadt mit den Puppenteilen, falls ihr euch erinnert an die Quest. Die sieht auch noch relativ ähnlich aus. Ja, fliegen wir erstmal hier über die Landschaft rechts hinweg. Da hinten sind so Brücken, sieht man alles noch, beziehungsweise diese Stadt und wieder ein Turm, um den rum es einfach grüner ist. Das ist hier zu sehen. Ich denke, über die Zeit werden sich auch die östlichen Pestländer von der ganzen Geschichte erholen. Da hinten haben wir schon kurz gesehen, Light's Hope. Oh, wir kommen hier nicht durch. Man lässt uns nicht durch. Mal sehen, ob wir auf dem Boden kommt man dann meist weiter. Da können wir ein bisschen... Super Speed Palamount. Ja, Tursand sah, glaube ich, so auch aus. Ist jetzt nichts Besonderes, aber wir haben ja für euch noch jetzt gleich die Light's Hope Chapel. Ich denke mal, den Weg dahin können wir auch ja, als Palamount bestreiten. Ja, ihr seht hier, ne, überall diese schönen Bauten vom Argent Crusade und jetzt denkt man sich, WTF. Ja, das ist hier, der Argent Crusade hat hier ein bisschen gebaut. Hat hier sich ein schönes errichtet. Im Prinzip stand ja vorher nur dieses Gebäude hier hinter passenden Friedhof. Okay, geht's da runter? Ja, da geht's irgendwo hin. Ich habe keine Ahnung, wohin. Jetzt auch durch diese dieses doofe Model, was ich mir ausgesucht habe, sieht man jetzt nicht allzu viel da unten. Ist aber auch egal. Da wird es jetzt nicht allzu Tolles geben. Hier aber halt Light's Hope Chapel sieht man jetzt wunderbar neu aufgemacht. Greifenpunkt. Springbrunnen ohne diese Fehler, keine so schlampige Arbeit. Und ja, der Rest dann hier, da hinten geht es natürlich weiter in dieses Gebiet, was ihr ja auch schon kennt. Das hat sich nicht geändert, auch noch immer diese komischen Undead Cigarettes. Hier an dem Turm ist, wie gesagt, auch schon grün, auch drumherum so ein bisschen, das breitet sich so langsam aus. Vielleicht wird es ja im Laufe des Add-ons noch weitergehen, ich weiß nicht, was Blizzard da plant. Das kann man so nicht sagen. Müsste man mal schauen. Da vorne ist dann wieder ein Turm, wo es auch schon schön grün ist. Drumherum und die Argent Crusade ja, Flaggen sind aufgestellt. Ich denke auch mal, dass hier völlig neue Quests geben wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so bleibt, wie es war. Ja, hier dieses Dorf ist, beziehungsweise Plaguewood, glaube ich, heißt das, ist weiterhin so, wie es war. Also hat sich nicht großartig verändert, auch Stratholm an sich vom Eingang her hat sich nicht verändert. Da sind die Änderungen zumindest noch nicht durchgedrungen. Außer hier hinten, da gibt es natürlich auch wieder einen grünen Punkt eben an dem Ort mit dem Turm.
Das zieht sich hier wie ein roter Faden durch die Geschichte. Ja, hier ist der Weg in die westlichen Pestländer und hier dieses kleine Dorf. Ja, das war der kleine Ausblick auf die östlichen Pestländer. Wie gesagt, Light's Hope Chapel sieht schon mal neu aus, sieht schon mal ganz nett aus. Und eben dabei noch dieses schöne, hässliche Paladin Epic Mount. Mehr gibt es jetzt hier großartig nicht zu sehen. Wir können nochmal über diesen Berg fliegen, einmal noch über den Berg und schauen, was dort ist. Aber auch da ist eben, ja, hier konnte man gut Black Lotus farmen, weiß ich. Gibt es sogar noch einen Kessel und all sowas. Also das ist einfach noch nicht komplett geändert, aber das war ja auch so angekündigt von Blizzard, dass die östlichen Pestländer sich eben noch nicht komplett verändert haben. Ja, das war's von den Pestländern. Weiter geht's. Ja, ich weiß noch nicht, womit es weitergeht. Schreibt's in die Comments bei YouTube oder wowszene.de, was ihr gerne als nächstes sehen wollen würdet. Achara war da ja schon sehr groß im Kommen und Desolace. Vielleicht gibt es noch irgendwas anderes. Ja, bis dahin, euer Venion.